Raffi, ich würde gerne gratulieren nach dem Spiel, nur zu einer Niederlage gratuliert man natürlich nicht. Wir waren bis 3 Minuten vor Schluss im regulären Spiel vorne, sind dann in Rückstand geraten. Mit 5 Punkten waren wir zurück, konnten nochmal ausgleichen und verlieren das Spiel dann unglücklich in der Overtime. Wie hast du es gesehen? Ja, in erster Linie, so wie du es gesagt hast, wir haben sehr, sehr viel richtig gemacht heute. Ich wünschte, wir hätten mehr solche Spiele gehabt, wo wir auswärts das gemacht hätten oder zu Hause, dann hätten wir natürlich ein paar Siege mehr. Ich kann dem Team keinen Vorwurf machen. Wir haben heute nach einer sehr schlechten Trainingswoche ohne 2 Spieler gespielt, ohne Marco, ohne Thomas. Die Mannschaft hat gekämpft, hat alles gegeben. Wir haben im Scouting gut vorne gelegen. Wir haben leider eine sehr schlechte Freiwurfquote, die auch schon ausschlaggebend sein könnte, allein schon für einen Sieg. Wir haben mehr Rebounds geholt, die Dreierquote ist besser, wir haben mehr Würfe bekommen. Insgesamt kann man eigentlich sehr, sehr zufrieden sein, nur eben, dass wir verloren haben, wie du schon sagst. Damit kann man nicht zufrieden sein. Daniel, knappe Niederlage hier in Iserlohn, 93-90 nach Overtime, sehr knappes Ding. Wie enttäuscht bist du? Ja, also sehr. Also man hat ja gesehen, man hätte was hier holen können in Iserlohn. Und ja, aber trotzdem, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil wir haben als Team sehr, sehr gut gespielt. CB, it was a really intensive, tough game, very close. How disappointed are you? I'm very disappointed because we had the game, we had good control, and then we, I think, started maybe trying not to lose and let the pressure kind of really build and kind of gave the game away, so that was very frustrating. Are you satisfied with the team performance today? The team performance was pretty good. We held it together and was a real team today for about three and a half quarters. But to lose a game like that and have them come back, it's hard to be like satisfied with it. I'm very disappointed. Maybe it's a good win for them, but we led the whole game and had good control, and then we got lazy or something and lost our focus, and they pretty much did what they do. Was nimmst du aus dem Spiel mit für die nächsten schweren anstehenden Partien? Ich habe dem Team gerade in der Kabine gesagt, dass ich mit dem Spiel sehr zufrieden bin, nicht mit dem Ausgang wohlgemerkt, dass diese Niederlage natürlich sehr, sehr schmerzt, weil wir es eigentlich verdient hätten zu gewinnen, aber wir haben es nicht, so ist Basketball. Wenn wir mit der gleichen Einstellung rausgehen und die nächsten Spiele so spielen, dann werden wir noch den einen oder anderen Sieg holen, und wichtig ist, dass wir jetzt den Kopf hochhalten, das hat die Mannschaft verdient heute, keine großartige Kritik. Einfach nächste Woche genauso spielen und dann hoffen, dass wir zu Hause etwas glücklicher als das Ende haben.